Hallo, mein lieber Krebs, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Monatsvibe für Februar. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Krebs. Welche Informationen werden für den kommenden Monat am meisten gebraucht? Vielen Dank für alle Likes und Kommentare. Ich freue mich immer sehr, wenn ich sehe, dass meine Legungen hilfreich sind. Allgemeine Informationen zu meinen Kartenlegungen findest du übrigens unten im Infotext und einmal hier oben. Wenn du neu hier bist, dann empfiehlt es sich, diese Informationen einmal anzusehen. Die einzelnen Abschnitte dieser Legung findest du ebenso unten im Infotext. Schau dir auch gerne die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an, da diese erfahrungsgemäß sehr passend sein können. Bitte beachte, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum für Februar für dich hat. Mein lieber Krebs, wir starten wie immer beim Monatsanfang, dann sehen wir uns die Blockaden näher an, die du im Laufe des Februar auflösen kannst und im Anschluss schauen wir wie immer in zwei Lebensbereiche. Es besteht zu keinem Zeitpunkt der Legung Grund zur Sorge. Solltest du dich dennoch bei einem bestimmten Abschnitt unwohl fühlen, kann ich dir zu 100% versichern, dass dieser Abschnitt nicht für dich bestimmt ist. Den lässt du dann bitte dementsprechend einfach ziehen. Wir sehen uns hier Tendenzen an, das sind hohe Wahrscheinlichkeiten, was bedeutet, nichts hiervon muss zwingend eintreffen und manchmal macht einen das Universum auch auf Situationen aufmerksam, in denen man dann dementsprechend prophylaktisch handeln kann. Ja, und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt hier beim Monatsanfang. Diese Energie kann natürlich noch ein bisschen in den Jänner hineinreichen. Ich sehe hier eine Kommunikation ganz zentral, die spielt hier offenbar eine große Rolle für einige. Es geht hier um ein Wiedersehen, ja, also offenbar für einige eine Verbindung, die schon länger zurückliegt. Vielleicht geht es ja auch um eine frühere Freundschaft, wo sich die Wege verlaufen haben, ja, also ein Wiedersehen. Um das geht es hier in der gegenwärtigen Situation sehr interessant. Ich meine, das kann hier natürlich auch etwas Berufliches beispielsweise betreffen. Ja, dass man hier mit jemandem in Kontakt ist, mit dem man beispielsweise vielleicht auch früher zusammengearbeitet hat. Behalte immer im Hinterkopf, wir schauen immer auf das gesamte Umfeld, ja? Familie, Freunde, Partnerschaft, Bekanntenkreis, berufliches Umfeld etc. Wir haben hier noch ein Thema, das sich hier in der Ausgangssituation zeigt, und zwar erkennst du hier irgendwelche Hintergründe in einer zwischenmenschlichen Situation? Das kann jetzt eine Person oder mehrere betreffen, wo du dich hier ein bisschen hinten angestellt fühlst oder eben benachteiligt, vielleicht auch wirklich unterdrückt, ausgeschlossen, ja? Also irgendetwas ist hier los, das beschäftigt dich auch. Ich meine, das ist natürlich klar, wen würde das nicht beschäftigen? Ich sehe hier auch eine wichtige Erkenntnis, ja, bezüglich dieser Situation. Und wir gehen jetzt hier noch in die Außenschau, mein lieber Krebs. Und hier haben wir ein sehr, sehr gutes Zeichen für dich. Ja, das Universum schickt hier allen ja eine Art Hallo. Ja, alle, die hier auf ein Zeichen warten. Ja, das ist hier eine ganz besondere Karte, wo es auch darum geht. Es ist jetzt an der Zeit. Ja, für manche. Ja, das nehme ich hier wahr. Und was ich hier auch ganz klar drin sehe, ist, für manche soll hier im Laufe der Legung sich eine Schlüsselinformation zeigen. Ja, also irgendetwas soll dir hier klar werden.
Das kann natürlich auch sein, ja, für eine bestimmte Gruppe, dass du hier in den nächsten Tagen ja einen Aha-Moment hast. Das, was die Legung betrifft, ja, vor allem die Legung hier betrifft, wo sich dieses Zeichen zeigen soll, ja, das kann ein bestimmtes Wort sein, eine bestimmte Phrase, ja, die hier irgendetwas, wo es irgendwo Klick machen soll, ja. Also das Universum sendet dir generell auch Zeichen, das haben wir hier auch. Das können wir hier auch schon herauslesen, ja. Dein Weg ist hier aktuell ganz besonders beschützt, mein lieber Krebs. Ja, da würde ich sagen, schauen wir jetzt direkt in die Blockaden, die sich hier zeigen. Was ist herausfordernd? Ja, welche Themen können hier gelöst werden im Laufe des Februar? Vielleicht sehen wir das hier im Laufe der Legung wieder. Es sind dieses Mal schon sehr spezielle Blockaden, die sich hier zeigen. Wo ich auch das Gefühl habe, bei einigen geht es hier mehr um das Bewusstwerden dieses Themas, das dann eben auch aufgelöst werden kann. Also ich meine, ich sehe hier zwei große Themen. Zum einen geht es hier um diesen Block, der gehört für mich hier ganz eindeutig zusammen. Da haben wir auch eine Engelszahl liegen. Da haben wir die 888. Engelszahlen in meinen Legungen stehen auch immer dafür, dass du am absolut richtigen Weg bist, stehen für schicksalhafte Zyklen. Und die 888 steht dafür, dass hier etwas real werden soll, ja, etwas, das du manifestiert hast. Ein Wunsch kann hier real werden, ja. Für manche geht es ja auch um die Finanzen, denn die 888 ist in meinen Legungen auch mit den Finanzen in Verbindung zu bringen. Wir haben hier auch eine Personenkarte liegen, die auch mit Finanzen zu tun hat. Es kann natürlich auch um etwas gehen, das für dich persönlich sehr wertvoll ist. Wenn sich eine Engelszahl in den Blockaden zeigt, ist das auch immer ein Zeichen dafür, dass diese Blockade relativ leicht gelöst werden kann, sich vielleicht auch wie von selbst auflösen lässt. Ich meine, üblicherweise ist schon ein bisschen ein Aufwand nötig, ja, aber es fühlt sich nicht danach an, ja. Das ist hier die Grund- oder die Kernaussage. Es geht hier also um irgendein finanzielles Thema, irgendetwas, das du realisieren möchtest, das sich hier aktuell querstellt, was auch bedeutet, dass hier die Weichen gestellt werden sollen im Laufe des Februar, dass diese Sache in die Umsetzung gehen kann oder vielleicht eben auch ganz real wird. Das hängt jetzt davon ab, was das hier bei dir ganz konkret ist. Ich sehe, dass es hier ein Kommunikationsthema gibt, ja, irgendetwas wird hier nicht ausgesprochen. Also du bist hier in Verbindung mit mindestens einer weiteren Person. Ja, das kann hier auch diese Thematik sein, die sich hier in der Ausgangssituation bereits gezeigt hat. Und es geht hier darum, dass miteinander gesprochen werden soll. Und was ich hier eben auch sehe, ist, dass die Person, die dir hier gegenübersteht, dezente Kommentare macht, ja, die einen schon auf die Palme bringen können. Also das sehe ich hier bei manchen. Vielleicht geht es bei manchen hier auch um unterschwellig verletzende Kommentare. Das muss auch gar nicht so gemeint sein von dieser Person. Aber ich sehe, dass sich hier etwas aufbaut, ja, dem man vorbeugen kann oder wo man hier, ja, es hängt jetzt davon ab, wie weit sich das Ganze hier schon entwickelt hat. Es ist wichtig, dass man hier für Klarheit sorgt. Denn ich sehe hier auch, dass es darum geht, dass sich hier etwas sehr rasch verändern soll, ja. Also es soll nicht so weitergehen wie bisher. Und ich sehe hier eben auch mit dieser Person eine finanzielle Verstrickung für einige, ja, was das Ganze natürlich hier auch ein bisschen komplizierter macht. Bei manchen kann das hier tatsächlich, also das ist hier vermutlich eine sehr kleine Gruppe, wenn es hier um das eigene Business geht, da kann es vielleicht wirklich um einen Investor, um einen Geldgeber gehen, ja, wo hier irgendetwas in ein Ungleichgewicht geraten ist. Also das, was ich hier sehe, ist,
Es geht hier um irgendein Thema, das du unbedingt besprechen solltest, ja, weil sich hier unausgesprochen auf beiden Seiten hier irgendetwas aufbaut, ja, das und das soll natürlich nicht geschehen. Also es geht hier eben darum, das Gespräch zu suchen. Schauen wir jetzt mal weiter. Wir schauen uns ja auch immer eine Blockade an, die ganz konkret mit anderen Personen zu tun hat, beziehungsweise mit einer bestimmten anderen Person meistens auch, ja, die beiden anderen Positionen lasse ich so gesehen immer offen. Hier geht es um eine schicksalhafte Situation mit einer bestimmten Person, die hier angekündigt wird. Ja, das kann hier sein, dass es für manche hier um eine neue Begegnung geht, ja, ein neuer Kontakt. Das kann beispielsweise eine neue Freundschaft betreffen, das kann natürlich auch die Liebe betreffen oder vielleicht ein neuer geschäftlicher Kontakt, irgendetwas Schicksalhaftes. Das kann natürlich auch durch eine bestimmte Person in deinem Umfeld geschehen, ja, dass hier jemand auf dich zukommt mit einer sehr, sehr guten Neuigkeit, ja. Das kann natürlich auch mehrfach zutreffen, denn diese Blockaden, die müssen nicht nur einmal aufscheinen, die können sich auch mehrfach im Laufe des Monats zeigen, wie ein Thema, das dann eben dementsprechend aufgelöst werden kann. Wir schauen jetzt erstmal in den Bereich Beruf, Berufung, Finanzen, materielle Angelegenheiten. Wir sehen uns den Monat wie immer gedrittelt an. Im Einzelfall können sich die Drittel auch untereinander vertauschen. Üblicherweise läuft es aber chronologisch ab. Und für diesen Abschnitt der Legung ist es nicht zwingend notwendig, berufstätig zu sein. Das sage ich nur immer dazu, weil immer wieder die Frage aufgetaucht ist. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch direkt hier im ersten Monatsdrittel. Und da sehe ich hier gleich im Zwischenmenschlichen ein Thema, das hier durchaus auch mit der Monatsanfangsenergie zu tun haben kann. Denn hier zeigt sich eine bestimmte Person, die sich dir gegenüber nicht wirklich höflich äußert oder vielleicht auch abwertend äußert. Und es geht hier um das Thema Eifersucht, etwas nicht gönnen können. Das ist jetzt auch ein Thema, das sich in der letzten Zeit wieder öfter zeigt. Ja, das bedeutet nicht, dass du hier umgeben bist von negativen oder von bösartigen Menschen. Tendenziell hat diese Person hier auch irgendein eigenes Thema, das hier nichts mit dir zu tun hat. Und wenn das Universum diese Information auswirft, dann geht es eben darum, dass man sich diese Aussagen nicht zu sehr zu Herzen nimmt. Ja, und es bedeutet auch, dass sich bei dir hier etwas sehr günstig entwickelt, ja. Kann natürlich auch sein, dass diese Person hier deine Mühen nicht sieht oder nicht wahrnimmt, denn oft nimmt man erst das Ergebnis wahr, aber nicht die ganze Arbeit, die davor geleistet wurde, ja. Also wichtig ist hier Acht zu geben, ja, versuche hier ruhig zu bleiben, ja, lass dir die Freude nicht verderben, wenn sich hier etwas Gutes tut, denn das sehe ich hier nämlich auch im ersten Monatsdrittel und das kann hier auch tatsächlich mit den Finanzen zu tun haben, denn diese Karte hat eben auch mit den Finanzen zu tun. Das könnte eben ein plötzlicher Geldeingang sein, vielleicht auch ein Auftrag, mit dem man nicht rechnet. Es kann natürlich auch eine Situation sein, die dazu führt, dass hier etwas hereinkommt. Ja, es kann auch etwas für dich sehr Wertvolles sein, das hier geschieht. Ja, und also das ist hier schon mal eine sehr, sehr schöne Ankündigung. Und das, was ich hier auch sehe, ist, es ist hier genügend Raum, dass hier etwas geschehen kann, ja, dass sich hier etwas Neues zeigen kann. Und du hast es gerade im ersten Monatsdrittel in der Hand, auf was du dich fokussierst, ja, das sagt das Universum hier. Du kannst dich hier auf diese schöne Situation fokussieren oder dich hier ablenken lassen von dieser Person, die dir hier etwas nicht gönnt. Das können natürlich auch mehrere Personen sein, aber für mich fühlt sich das mehr so an nach einer ganz bestimmten Person. Das wird hier vielleicht, es kann hier natürlich auch jemand aus dem engeren Kreis sein, wo man dann dementsprechend, ja, ein bisschen enttäuscht ist. Wie gesagt, es ist
wichtig, sich das nicht allzu sehr zu Herzen zu nehmen. Vielleicht eben auch, man könnte natürlich auch darüber sprechen. Wichtiger wäre aber der Fokus auf diese sehr schöne Situation, die sich hier zeigt, die tendenziell eher unerwartet kommt. Vielleicht entwickelt sich hier auch etwas wesentlich rascher als erwartet. Und du kannst hier mit irgendeinem Eingang wesentlich früher rechnen, als du gedacht hast. Schauen wir jetzt mal in die Monatsmitte. Da sehe ich, dass du hier eine wichtige Reaktion bekommst. Ja, irgendein, das kann tatsächlich eben auch ein Brief sein oder vielleicht eben auch auf elektronischem Wege erfolgen, vielleicht eine wichtige E-Mail, es kann auch ein Anruf sein. Es ist eine wichtige Reaktion, die sich hier zeigt. Also das spielt hier eine wichtige Rolle und hängt hier auch mit der 888-Energie zusammen. Ja, vielleicht geht es hier um, ja, um irgendeine vielleicht einen Bescheid oder irgendein Schreiben, wo du eine Bestätigung bekommst, etwas zu machen, ja, wo etwas in die Wege geleitet werden kann. Also ich sehe hier ganz generell eine wichtige Antwort, die hier auf dich zukommt. Also ist es hier auch besonders wichtig, gerade in der Monatsmitte, ja, wirklich in den Spam-Ordner zu schauen, darauf zu achten, wirklich regelmäßig in den Postkasten zu schauen, etc. etc. Da wartet irgendetwas Wichtiges auf dich. Es kann eben auch ein Anruf sein. Ich nehme es aber für die meisten mehr als etwas Schriftliches wahr. Was ich hier auch sehe, ist, in der Monatsmitte geht es hier auch um das Thema Wahrheit. Dir wird hier etwas bewusst. Ja? Das, da geht es eben auch darum, aus der Macht der Gewohnheit auszubrechen. Das kann ich hier auch herauslesen und das kann hier natürlich auch mit diesem Brief oder mit dieser Reaktion, mit dieser Antwort zusammenhängen, ja, dass dir hier vielleicht irgendetwas plötzlich bewusst wird. Das kann hier natürlich auch für sich stehen und du wirst hier an den Punkt kommen, wo es um eine Entscheidung geht. Da wie immer mein Einwurf, mein lieber Krebs, eine Kartenlegung kann dir eine Entscheidung natürlich auch nicht abnehmen, die triffst du immer selbst. Bei dieser Entscheidung geht es dann eben darum, macht man so weiter wie bisher oder verändert man hier grundlegend etwas? Ja, da sehe ich eben auch diese Blockade, wo es hier auch um eine sehr starke Veränderung geht, die auch recht rasch umgesetzt werden soll. Ja, das, also ich sehe hier schon auch diese Thematik. Vielleicht geht sie eben auch um die Kommunikation, dass es hier wichtig ist, dass du hier auch etwas dazu sagst oder dass hier irgendetwas ausgesprochen wird. Dann sehe ich hier auf der Ebene des Umfeldes zwei Themen, ja, mit einer Person entwickelt sich hier etwas sehr schwierig in der Monatsmitte, ja, und mit einer anderen Person, da beginnt ein Wachstum, ja, und das kann hier auch durchaus mit dieser plötzlichen Entwicklung zusammenhängen. Also ich sehe hier zwei Themen in der Monatsmitte, was das betrifft, und ich denke, dass das hier auch mit dieser Wahrheit zusammenhängt, ja. Was ich hier auch wahrnehme, das, wo du hier mit einer bestimmten Person etwas zusammen machen möchtest, ja, oder wo sich hier jemand ein bisschen querstellt oder, naja, schon eher sehr querstellt, da habe ich das Gefühl, dass manche daran festhalten möchten, ja. Und das Universum zeigt mir hier schon für dich, dass es wichtig ist, darüber nachzudenken, ob das zielführend ist. Vielleicht gibt es hier auch schon eine Vorgeschichte, vielleicht ist das schon länger schwierig. Denn parallel dazu zeigt sich hier diese sehr schöne Entwicklung, ja, die ich hier auch mit der 888-Energie in Verbindung bringe, wo hier vieles möglich ist, wo hier auch wirklich sehr viel, sehr rasch geschieht, ja, also wo man auch spürt, hier ist ordentlich Energie dahinter, hier sind beide Seiten sehr engagiert. Das kann hier natürlich auch eine größere Personengruppe sein, vielleicht sind hier auch mehrere Personen involviert. Also ich sehe hier eben diese zwei Themen,
Und ich denke, dass es hier um diese Entscheidung geht. Bleibt man hier bei dieser Sache, die hier eher schwierig läuft oder wo man hier immer wieder, ja, wo einem immer wieder Grenzen aufgezeigt werden, die eigentlich eher hinderlich sind, oder lässt man sich hier auf das eher tendenziell Neue ein? Ja, also das ist natürlich etwas, mit dem du dich dann auseinandersetzen sollst. Ja, aber ich denke, du wirst hier ganz klar erkennen, was du hier tun kannst, ja. Schauen wir jetzt noch ins letzte Monatsdrittel. Und hier kann ich erkennen, dass hier ein neuer Weg gestartet wird. Also irgendetwas Neues zeigt sich hier. Das sehe ich schon eher dieses Wachstumsthema, das sich hier in der Monatsmitte gezeigt hat, ja, also dass du hier tendenziell einen neuen Weg einschlägst, vielleicht eben etwas Neues versuchst, ja. Und ich sehe hier eben auch, dass hier direkt Nägel mit Köpfen gemacht werden, also es geht richtig los. Dann haben wir hier noch etwas sehr Interessantes, mein lieber Krebs. Im letzten Monatsdrittel wird dir hier etwas bewusst werden, ja, eine Belastung, die irgendwie unterschwellig sehr lange mitgelaufen ist, ja, und von dieser Belastung kannst du dich dann tendenziell auch befreien, ja, das ist hier wieder so ein Thema, das haben wir auch immer wieder in den Legungen, wo man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, und da wirst du eben auch einen gewissen Aha-Moment haben, ja, wo du hier irgendetwas loslassen kannst, an das du dich vielleicht auch schon gewöhnt hast und das schon vielleicht auch schon viele Jahre da ist. Das kann auch etwas ganz Kleines sein, das eine größere Auswirkung hat, und das soll dir hier im letzten Monatsdrittel bewusst werden. Also das ist auch etwas sehr, sehr Schönes, was natürlich auch diesen neuen Weg hier erleichtert. Was das Umfeld betrifft, da sehe ich eben auch, ja, also was diese Situation hier betrifft, die sich hier eher, oder diese Angelegenheit mit einer bestimmten Person oder eben Personengruppe, die sich hier so querstellt. Da sehe ich, dass man hier erkennen wird, okay, man wird sich hier irgendwo nicht einig. Und hier liegt aber auch ein natürliches Ende daneben. Deshalb kann ich hier auch herauslesen, dass man das hier vermutlich eher friedlich beiseite legen wird. Vielleicht ist das auch irgendetwas, das sich aufgrund bestimmter Umstände, ja, wo man keinen Einfluss hat, sich so lange quergestellt hat, und man legt das hier vielleicht mal auf Eis, weil ich sehe hier eben auch, dass das nicht ein komplettes Ende sein muss dieser Sache, sondern dass es hier schon möglich ist, dass man vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt das Ganze wieder aufnimmt. Insgesamt sehe ich bei dir hier den Fokus auf diese Sache, die sich hier sehr günstig entwickelt. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal in den zwischenmenschlichen Bereich, wie sich der Februar hier tendenziell für dich entwickelt. Wir schauen wie immer auf das gesamte Umfeld, das habe ich vorhin auch schon erwähnt, ja, und solltest du auf die Liebe schauen und sich hier in der Legung diesbezüglich nichts zeigen, dann heißt das nicht, dass sich bei dir hier nichts abspielen wird. Dann bedeutet das einfach nur, dass die Karten keine relevanten Informationen für dich haben, denn sehr oft ist es auch der Fall, dass wir bestimmte Dinge einfach nicht vorab erfahren sollen, damit sie dann eben eintreffen können. Also wir lassen das alles immer ganz natürlich geschehen. So, wir sehen uns auch hier den Monat gedrittelt an, mein lieber Krebs, und starten auch hier im ersten Monatsdrittel. Da sehe ich, dass du dich hier mit einer Thematik beschäftigst, ja, die schon ein bisschen aufs Gemüt drückt, ja. Das ist für mich hier auch ganz eindeutig die Ausgangssituation, wo du dich hier vielleicht eben auch ausgeschlossen fühlst oder hinten angestellt, vielleicht eben auch unterdrückt, nicht ernst genommen, das kann auch sein.
Und ich sehe eben auch, dass genau diese Situation ja schon sehr viel Raum einnimmt. Das ist nämlich auch sehr spannend. Denn du wirst hier irgendetwas Bestimmtes erkennen. Ja, also ich kann es jetzt nicht anders beschreiben. Also wenn du mit dieser Legung in Resonanz gehst, dann weißt du vermutlich ganz genau oder wirst vermutlich ganz genau wissen, was das ist. In dieser Situation oder durch diese Situation wird dir irgendetwas ganz Wichtiges bewusst. Ja, das ist auch im Prinzip so eine Art blinder Fleck. Eine ganz wertvolle Information kommt hier zu dir. Also wir haben hier ja auch den Durchblick und ich sehe hier auch für einige eine Schlüsselinformation liegen. Wichtig ist hier aber schon auch, dass du hier ganz bewusst bist und nicht zu lange, nicht zu oder dieser Situation nicht zu lange zu viel Raum gibst. Ja, denn das kann sich dann natürlich auch negativ auf andere Dinge auswirken. Ja, das ist natürlich auch wieder leichter gesagt als getan. Das ist mir schon klar. Ja, nur ich sehe hier, es geht hier um eine gewisse Situation, die hier sehr viel verdrängt, und eben auch Dinge verdrängt, die für dich eben auch wichtig sind. Deshalb geht es ja schon auch um die Prioritäten. Aber ich sehe diese Erkenntnis, die soll hier relativ rasch kommen. Und dann sehe ich hier auch noch, dass hier irgendetwas Wichtiges erledigt wird mit einer bestimmten Person im ersten Monatsdrittel. Ja? Also irgendetwas, das sich hier vielleicht tendenziell auch in die Länge gezogen hat. Ja, also da sehe ich auch eine Erleichterung. Ja, die sich hier zeigt. Ja, das ist hier vermutlich für einige ein größeres Thema. Wir schauen jetzt mal in die Monatsmitte. Da gehe ich gleich auf die Ebene des Umfeldes, denn hier sehe ich, da wirst du in einer bestimmten Situation sein und das betrifft hier eine bestimmte Person in deinem Umfeld. Wo du hier überlegst, soll ich nicht, soll ich nicht, ja? Also das Universum sagt hier, ja, und ich sage das aber auch immer unter Vorbehalt, ja. Reflektiere bitte auch immer darüber. Das Universum sagt hier, mach, ja, also mach, was du hier vorhast. Vielleicht geht es auch darum, hier etwas auszusprechen. Das kann hier eben auch diese Blockaden betreffen. Wenn das hier ein heikles Thema ist, mein lieber Krebs, dann kann man sich natürlich auch auf dieses Gespräch vorbereiten. Also das Universum sagt, mach das, ja. Also was auch immer diese Situation ist. Also du wirst in der Monatsmitte hin und her überlegen, soll ich nicht. Und das Universum sagt hier, wie gesagt, tendenziell ja. Wichtig ist, dass du auf dein Herz hörst, ja. Denn es kann durchaus auch sein, vor allem eben in einer allgemeinen Kartenlegung, dass du für dich merkst oder spürst, dass für dich das genaue Gegenteil richtig und stimmig ist, ja, dann mach bitte das, was deine Intuition sagt, ja, vertrau dir hier. Auch wenn das Universum hier sagt, mach das, ja, also das sehe ich hier schon für die allermeisten, dass das hier zielführend sein soll, ja. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal weiter, denn ich sehe hier auch, dass es hier um eine gewisse Konfliktsituation geht. Also ein wichtiges Gespräch, ja, das kann schon zu einer Diskussion ausarten, ja. Also das sehe ich hier auch. Deshalb ist es, denke ich, wichtig, dass man sich hier auf bestimmte Gespräche gerade in der Monatsmitte vorbereitet. Was ist denn das Ziel des Gespräches? Wo soll das Ganze hinführen? Was möchte man hier erreichen? Und ich sehe hier eben auch, dass das sehr wichtig ist, dass hier dieses Gespräch stattfindet, denn dann sind nämlich die Fronten sozusagen geklärt. Ja, das kann hier auch ein Gespräch sein, das du hier vielleicht schon länger vor dir herschiebst. Vielleicht eben auch hier, vielleicht betrifft es eben hier auch diese Blockade.
Was ich jetzt vorhin noch nicht gesagt habe, denn das fällt mir jetzt gerade auf, noch einmal ganz kurz zurück zum ersten Monatsdrittel. Diese schicksalhafte Situation, die wir hier in den Blockaden sehen, die sehe ich hier auch für eine bestimmte Gruppe im ersten Monatsdrittel, dass es hier, dass dir hier etwas Wichtiges bewusst wird. Vielleicht sagt dir hier auch jemand etwas zu dieser Situation, die sich hier zeigt. Auch in der, gehen wir zurück in die Monatsmitte, ja, also ich sehe hier auch, dass etwas fertiggestellt wird. Ich meine, das hatten wir, glaube ich, das haben wir auch, hatten wir ja auch, habe ich das richtig im Kopf, hat sich ja auch mehrfach gezeigt hier, ah ja, hier im letzten Monatsdrittel. Die Drittel können natürlich auch ein bisschen ineinander verschwimmen, so genau nehmen es die Karten mit den Zeitangaben nicht. Also ich sehe auch hier, dass etwas endet. Das ist ja mehr auf deiner Ebene. Was bedeutet, dir wird hier etwas bewusst? Ja, das kann jetzt eben hier mit dieser Wahrheit zusammenhängen, die sich hier im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen gezeigt hat, beziehungsweise eben auch mit dieser Situation zusammenhängen, wo hier irgendetwas, das sich einfach nicht weiterentwickeln möchte in diesem Bereich hier, wo hier etwas beendet wird, vielleicht eben auch auf Eis einfach gelegt wird. Also ich sehe, dass hier eine längere Geschichte ein Ende nimmt. Das heißt jetzt nicht, dass hier eine Verbindung enden muss, sondern es kann hier auch darum gehen, dass sich hier eine Verbindung transformiert. Denn ich nehme auch hier eine gewisse Erleichterung wahr. Ja, das kann eben auch sein, dass es hier noch immer um diese Sache geht, die hier endlich abgehakt werden kann, abgeschlossen werden kann, mein lieber Krebs. Ja, dann gehen wir jetzt noch ins letzte Monatsdrittel. Da sehe ich, die Stimmung geht bergauf. Ja, also da entwickelt sich einiges sehr günstig. Das kann hier auch mit dieser Blockade zusammenhängen, ja, dass sich hier etwas sehr Schicksalhaftes ereignet. Und ich sehe auch hier diese Sache, die wir hier im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen hatten, ja, diese Sache, die sich hier einfach nicht entwickeln will. Und das sehe ich aber hier durchaus als etwas Positives für dich, ja. Das ist ja wie eine Last, die von dir abfällt. Und hier haben wir eben auch die Karma-Karte und die Phönix-Karte liegen. Bei dieser Entwicklung, was bedeutet, dass hier, also hier soll ein Karma in die Auflösung gehen, also das bedeutet in meinen Legungen auch, dass hier einiges plötzlich leichter laufen soll, ja, das wird vermutlich eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, weil das immer Prozesse sind, die hier gestartet werden. Ich habe aber in diesem Fall das Gefühl, dass sich hier auch sehr rasch etwas zeigen wird, ja, also etwas Positives. Und das, was wir hier auch haben, was das Umfeld betrifft, ist hier eben die Phönixkarte, die hier auch für einen Anfang steht. Also das passt für mich auch sehr gut zusammen. Also alles irgendwie auf Anfang im letzten Monatsdrittel im Februar. Und das, was hier wichtig ist, ja, und das ist etwas, das du auch im Hinterkopf behalten solltest, da geht es darum, dass du hier einen Teufelskreis durchbrechen kannst, ja, der das Umfeld betrifft. Und da bin ich mir relativ sicher, dass es hier auch um dieses Kommunikationsthema geht, ja, wo hier vielleicht irgendwie etwas besprochen werden soll. Also das nehme ich hier für eine bestimmte Gruppe wahr. Also irgendetwas, das sich hier nicht so entwickelt wie erwartet, wo man aber schon länger spürt, okay, das läuft irgendwie nicht in die Richtung, in die es laufen sollte, ja, und das, also diese negative Situation ist aber an sich für dich gut, ja, also das ist, wie gesagt, eine Last, die hier von dir abfällt. Und
Auch hier sehe ich eine Veränderung liegen, die das Umfeld betrifft. Also kann es ja durchaus sein, dass du hier gegen Monatsende hin neue Kontakte knüpfst. Ja, das kann, wie gesagt, kann neue Freundschaften betreffen. Das kann eben auch die Liebe betreffen. Also ich sehe hier eine Übergangsphase, auch eine Transformationsphase. Das kann auch bedeuten, dass du deinem Umfeld anders begegnest. Ja, das bedeutet jetzt nicht, dass hier ein Wechsel stattfinden muss. Ich meine, kann natürlich sein, das liegt schon nahe, dass es hier vielleicht um ein Kommen und ein Gehen geht, ja, weil wir hier auch dieses Ende liegen haben. Das kann eben auch sein, dass hier eine Zusammenarbeit endet und dann natürlich auch der Kontakt beispielsweise weniger wird. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass man hier ganz bewusst beschließt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ja, das schließe ich jetzt auch nicht unbedingt aus. Hier sehe ich aber auch, dass dir hier eine Last bewusst wird, die du dann eben dementsprechend ja loswerden kannst. Also ebenso ähnlich wie hier im Bereich Beruf, Berufung, Finanzen, wo dir hier irgendetwas auffällt, das länger mitgelaufen ist, das sehr beschwerlich war oder das dazu geführt hat, dass sich die Dinge schwierig entwickeln. Und hier im letzten Monatsdrittel, also ich meine, da liegt wirklich enorm viel Schicksalhaftes drinnen, mein lieber Krebs. Da soll sich offenbar der Knoten lösen. Ja, eine wirklich spannende Legung. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denke auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.